mir. So. Großer Seekampf. Eine 7-Sterne-Mission, oder? Ja. Das letzte Gefecht steht bevor. Zerstöre die Pipeline zur Fabrik. 7 Silos, 5 Häfen, 7 Flughäfen, 40 Städte. Herr Kommandant. Kommandant Maverick, der Feind hat sein Hauptquartier jetzt erreicht. So weit ist es nun gekommen. Sie stehen tatsächlich schon vor unserer Fabrik. Maverick. Jawohl, Kommandant Sturm. Ich verlange eine Erklärung. Deine missratenen Gehilfen wurden ein und andere Mal vom Feind in die Luft, in die Flucht geschlagen. In die Luft geschlagen. Piu, so wie Obelix. Die Würmer wegschleppt, ne? Und du schleichst zu mir wie ein geschlagener Hund. Verteidige meine Fabrik um jeden Preis. Wenn du versagst, darfst du auf keinerlei Gnade hoffen. Jawohl, mein Gebieter. Die Fabrik wird unversehrt bleiben. Das wollen wir mal sehen. Also die Fabrik, ja, aber euer Versorgungsrohr nicht. Gut, nichts hält uns noch von einem Angriff auf die Megafabrik ab. Glaubst du, wir schaffen das alleine? Black Hole hat all seine Truppen hier zusammengezogen. Wie eine Flutwelle, die über uns hereinbrechen wird. Dieser Krieg endet nur, wenn wir diese Fabrik zerstören. Wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Das ist nicht ganz richtig. Kommandant Conway. Wenn wir unsere Kräfte vereinigen und gemeinsam kämpfen, können wir siegen. Ist es nicht so, Nell? Das stimmt. Gemeinsam sind wir stärker als jeder für sich allein. Daher möchten auch wir helfen. Die Truppen von Blue Moon erholen sich noch von der letzten Schlacht, aber sie unterstützen uns im Herzen. Aha. Ja, kein Blue Moon. Ich verstehe. In diesem Krieg kämpfen wir nicht alleine. Nee, doch, stimmt. Ihr habt schon immer eure eigenen Schlachten gegen unseren gemeinsamen Feind geschlagen. Gemeinsam sind wir stark. Die Befreiung von Green Earth naht. Oh mein Gott. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen. Ich kenne die Map halt noch nicht. Das ist halt wieder. Ich bin noch 3 Kommandanten. Oh! Ohohoho! Ich weiß halt nicht, wer da ist. Also. Das ist das Problem, dass halt jeder von euch ein Special-Ding hat. Max? Max wäre, glaube ich, gut, ne? Zum Durchschlagen. Also, wenn ihr mal Max für Orange Star mit. Hatten wir für Yellow Comet und. Ich weiß halt nicht, was das für eine Map ist. Aber ich denke, wir werden zu Land unterwegs sein, deswegen Jazz. Das könnte eine richtig starke Truppe sein, wenn wir zu Land unterwegs sind. Alles andere wird furchtbar. Wir können ja zur Not direkt aufgeben, neue COs wählen. Wo ist denn Advance Wars CO Smash of Smash or Pass Stream? Oh, ach ja, nee, es hieß ja Seekampf, ne? Oh, shit. Oh, soll ich wirklich diesen Einsatz übernehmen? Auf diesem Schlachtschiff sind ja definitiv Flieger gefragt. Ich hoffe, dass es wirklich unser letztes Gefecht ist. Upsi, ja, großer Seekampf. Ja, ich hab nicht nachgedacht. Ich hab's vergessen. Lasst mich. Überlasst die Bodengefechte mir. Es ist Zeit für eine klassische gepflegte Sache Prügel. Jetzt muss der Gegner weichen. Solange Kanbei hier ist, findet der Gegner keinen Frieden. Okay, wir gucken. Okay, was haben wir denn hier? Ein Flughafen. Noch ein Flughafen. Du bist ganz wild. Ja. Da! Ist das dein Ernst? Hier ist das Rohr. Also wirklich voll vorkämpfen. Bin kurz wieder da. Dann hallo Lance, willkommen zurück. Oh. Du hast ja nicht allzu viel. Man könnte Sensei nehmen. Einfach das hier. Ja, doch. Und dann schnell hier hin. Aha. Ich halte Sensei für Yellow Comet, Golden Comet für gut. Und hier haben wir einfach Fußmarsch. Max, Sensei und Eagle. Weil hier sind sehr viele Flughäfen. Okay, passt. Max, Sensei, Eagle. Ja, doch. Aufgeben, bitte. Alles gut. Ich muss nur kurz merken. Max, Sensei, Eagle. Ende.
Max Sensei Eagle, Max Sensei Eagle. So. Herr Kommandant. Eagle, Max, kann losgehen. Sensei. Und ich bin dran. Wunderbar. Ovo. Lance ist da, perfekt. Einer kommt, einer geht. In dem Sinne, tschüss, schönen Abend noch. Danielo, danke fürs dabei sein. Nochmal danke für deinen Raid. Hab eine wunderbare gute Nacht. Und guck mal, ein Arno kommt auch noch rein. Ich hab gehört, da gibt's einen Fußmarsch-Content? Es wird Zeit. Wie man scheint, ist auf diesem Schlachtfeld eine starke Luftwaffe von großem Vorteil. Überlass die Bodengefechte mir. Es wird Zeit für eine klassisch gepflegte Sachbügel. Der Gegner ist ein harter Brocken, aber ich durchschaue ihn. Treffe ihn an seiner empfindlichsten Stelle. So, das ist jetzt wichtig, Strong, die Aufstellung. Diese beiden hier sind für Sensei. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Ah, kann auch Sensei geben von mir aus. Das ist eigentlich auch noch für uns gut. Der Gegner kommt ja da auch nicht hin. Er muss ja auch erstmal hier oben durch. Das heißt, wir müssen das hier halten. Aber warte mal, wir sind erstmal im Eagle dran. Das heißt, ein T-Haley, eine Infanterie und noch eine Infanterie. Ein Eagle hätte ich auch genommen, ja. Meinst sicherlich Olaf, Tammy, Jess, oder? Strategy, was? So, Das ist ja gemein, das... Oh mein Gott. Beste Musik im Spiel. Wir werden den auf jeden Fall nachher noch ein bisschen laufen lassen. Er will sofort expandieren, natürlich will er das. Er darf auch noch sofort ziehen, das ist so frech. Es ist so frech. Da unten haben wir alles. So, du... mal eine Runde warten. Nein, um Gottes Willen. Da, den holen wir uns. Warte mal, nur kurz checken. Er ist safe. Nein, nicht ausladen, um Gottes Willen. Aber nehmen wir noch einen T-Heli und noch eine Infanterie. Was? Ist das, dass ich da bin oder bist du, dass ich abtrünnig geworden bin? Achso, okay. Wie ist Advance Wars 2? Ich habe neue Advance Wars 1 vom GBA im Kopf. Ich spiele es auch zum ersten Mal. Und ich finde es richtig, richtig klasse. Also wirklich, Advance Wars 2 ist... Es ist nicht so gut wie Advance Wars 1. Es gibt Stellen, wo ich mir denke, nee, das hätte es nicht sein müssen. Aber so, overall ist das ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Holy shit. Okay. Das ist gerade wirklich nicht gut. Ja, Advance Wars 1 ist richtig, richtig gut gewesen. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ja, ich muss eigentlich die Basis da vorne einnehmen, ne? Das ist klüger. Ich hätte eine Flak bauen müssen. Ich bin ein Trottel. Überlege gerade, ob ich hier auf einen Kreuzer sparen soll, den schon mal vorschicken soll, um das Gebiet vor der Luftwaffe zu sichern.
Könnte risky werden. Oder ob wir ganz schnell dahin expandieren wollen. Das wäre natürlich kackendreist. Wobei, das geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, die sind nämlich im Einzugsbereich davon. Aber wir können die trotzdem beschützen. Mit Einheiten eventuell. Wo sind eigentlich Silos in seiner Nähe? Da ist eins. Das ist frech. Und das da. Direkt hier vorher. Okay. Die Silos sind halt wirklich gemein. Nee, komm, wir machen einfach so, machen noch eine Infanterie, damit es schneller geht. Wait, what? Stopp. Bis da hinten. Die ganze Insel liegt im Scheiße. Die ganze Insel liegt in Scheiße, genau. So, das ist wirklich ungünstig. Ich glaube, wir sollten auf einen Bomber sparen. Na gut, dann nehmen wir das hier noch mit Green Earth ein. Damit Eagle möglichst viel Flugeinheiten spammen darf später. Das ist jetzt ungünstig, wirklich. Nein, ich soll die Jäger erstmal bauen. Der Bomber, damit wir das Geschütz da oben loswerden? Oh, ich weiß es nicht. Sollst du als Sensei Heresy? Naja, wir müssen ja irgendwie unsere Lufteinheiten beschützen dann auch. Bringt ja nichts, wenn wir tonnenweise Sachen bauen, aber dann nicht mal ankommen. Das ist ja das Problem. Ich wollte eine. Kein Geld für eine Flak, ne? Scheiße. Das ist blöd. Wäre so ein Flughafen für Max nicht auch noch strong? Eine Flak bauen? Ja, brauchen wir eigentlich Scheiße. Das wäre dumm, so dumm. Welche Kommandantenfähigkeiten hat Dave eigentlich? Kann er seinen Namen wülpsen oder so? Ja, so ist in der Art. Ich kann fluchen. Da fliegt schon ein Ding. Natürlich hast du jetzt schon einen Jäger am Start. Ja, dann müssen wir uns jetzt erstmal die Lufthoheit sichern. Dann ist das halt so. Holy fuck, ey. Achso. Ja. Die muss immer gar nicht so einfach. Die wäre wieder viel. Also, die wäre mit zweien einfacher. Aber jetzt muss ich mir halt die Fonds auf drei aufteilen. Also, ich muss nicht, aber. Okay. Die Basis da oben ist eigentlich schon lost. Eine Flak für hier. Soll ich diese Basis vielleicht noch für Max lassen? Also Max muss ja da oben diesen Fußweg komplett einnehmen. Das ist klar. Eagle kann dann eigentlich sich mit Bombern um diese Dinger hier kümmern.
Und das Ding. Während Sensei hier alles rusht. Ist der Plan. Wie der letztendlich aufgeht, sehen wir mal. Ähnlich wie Max. Ja, genau. Kann schwere Einheiten bewegen. Wie mich dicken Mobs. Und dich bewege ich immer. So, jetzt haben wir nämlich nicht genug Geld für... Das war jetzt schlecht. Jetzt habe ich mindestens... das hätte ich nicht machen dürfen. Das hat zu viel Zeit gekostet. Dieses... der Heli geht nicht weg von da. Der Jäger kommt hier lang. Er will die Stadt haben. Das ist okay. Ja, vor uns der Igel. So. Flughafen, der weiter vorne ist schon mal. Ich gucken, wo ich überhaupt hin kann. Mit den 5 Milliarden Kanonen hier. Oh Gott. Okay. Naja, okay, du kommst hier noch nicht sehr weit. Und sehr wichtig gelohnt. Absolut nicht gut. Absolut nicht. Gar nicht erst herbeten. Muss nicht unbedingt sein. Hauptsächlich erstmal Flugeinheiten hier ankommen. So, wir können nämlich jetzt erst das Landeboot bauen. Wir brauchen den Flughafen halt sofort. Okay, wir nehmen den zuerst. Sensei braucht am längsten hier, um Fuß zu fassen. Ich sehe schon, mit Eagle werde ich hauptsächlich, glaube ich, wirklich Jets bauen. Geh da weg, ey. Moment, welche Brücke ist es? Die obere, okay. Hier, das heißt, ich kann dieses Feld betreten. Und mehr auch nicht. Wir müssen uns die Luftherrschaft sichern. Ganz, 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 ganz dringend. Haben wir das für Max? Haben wir da Max irgendwie hinlassen? Kommt Max da überhaupt hin? Nö. Max hat weder er noch C-Units. Ja, und da kommt er so nicht mehr hin. Pech gehabt. Kannst du mich ein bisschen rollen, Dave? Davy-chan, was? Kann dich trollen, aber wollen wird schwierig. Kannst einfach die halbe Map nicht benutzen. Ja, das ist... Oh, ich komme nicht ganz hin. So, letzte Flak ab nächster Runde werden Jagdpanzer gebaut. Ach, Sensei. Ich guck nochmal lieber nach. Okay.
diese Linie geht. Ach, Arno. Ach, Arno, warum tust du das? Was lässt sich mit Worten nicht ausdrücken? Ein nasser Schwamm. Landeboot. Wo will er hin? Er will auch auf die Insel, ne? Ach, der Pickel. Oh. Guter Bait. War natürlich geplant. Ja, er will auch auf die Insel. Scheiße. Richtig scheiße. Oh mein Gott. Egal. Dann kann man so machen. Mal kurz gucken. Links daneben ist noch gut, ne? Ja. 60%. Kommst du dahin? Ja, gut. Dann nimmst du das jetzt einfach ein. Wir ballern den runter. Nicht genug für noch einen. Scheiße. Wie gehofft. Auf geht aber nein. Gut. Passt. Dann kommt jetzt Maxi. Maxi Schmexi schießt uns 144%. Das ist viel Schaden. So. Dann macht ihr euch jetzt auf den Vormarsch. Einen Jagdpanzer bauen wir noch. Warte mal. Wir müssen trotzdem eine Artillery bauen. Ob wir wollen oder nicht. Die wird nämlich hier stationiert und schießt auf jede Runde auf das Ding. Okay. Jetzt ist die verlorene Runde ein Problem. Kommen nämlich nicht hin. Er schon. Ärgerlich, aber so was von. Wenn du bist kein Hin, kannst du mich auch wollen. Oh. Er hat gerade die eine Missile abgefeuert, die er in Reichweite hat. Das ist gut. Also, gut. Oh, jetzt kommen die Blöden. Oh, Mann. Oh, ein Jagdpanzer hat er mitgeschickt. Scheiße. Das ist richtig beschissen. Oh, Gott. Unter der Stadt. Bomber. Ja, du hast halt noch 100 Jahre dafür. Ne, haben wir nicht mit dem Igel, ne? Welche Tiere galoppieren auf der Fensterbank? Flumento-Pferde. Ah, er ist doch so alt. Oh, was war da? Na, scheiße, der stirbt ja gar nicht. Oh fuck. Mischkalkulatet. 18%. Ich komme nur bis zur Stadt. Egal, wir können die. Achso, eine. Fast die Reihe schon. Das ist jetzt wieder dumm. Ja, du kannst dich da hinstellen zum Heilen. Das ist gut. 9400. High Strategy. Voll Strategy mit Timeout Section.
Vielleicht doch ein Raketenwerfer? So ein bisschen eng hier, ne? Ach, einfach Jagdpanzer spammen und durch. Max halt. Nancy! Genau. Dann nehmen wir die andere. Es ist egal. Dieses Feld ist böse, das ist gut. Das war ja gar nicht gerade hier. Oh. Ja, er schießt auf das, das ist klar. Eine schöne Flagge. Geht er gerade mit Speeren da drauf? Mich verarschen. Jetzt mit den dummen Dingern da. Ich muss halt die erstmal hier vorbeibringen. Das Feld. Und das daneben. Gut. Achso, wir sind noch gewöhnt. Ich will sie mal durcheinander ziehen, die Einheiten. So. Oben. Wir können zwei Kampfhelis bauen. Auch nicht schlecht. In dem Spiel kann man gut die Edge of Empire Strategie machen. Eine Kaserne, einen Gegner bauen und dann Einheiten ballern. Wenn es denn aufgeht. Das ist ja die Sache. So, du weg. So, eingenommen. So, aber erstmal hier hin. Nee. Oh, was tut hier weh? Der tut da weh. Gott, ist das eklig. 50%, naja. Was ich ein Patches-Panzer. Was? Patches-Panzer, wer kennt ihn nicht? Dann geh du halt dahin, das ist okay. So, zwei Jagdpanzer pro Runde. Das ist gut. So. Fangen wir an mit einnehmen. Dann wir dich mal dahin. Dann dich weg. Der müsste aber irgendwie überleben und Sachen einnehmen. Anders. Ich brauche halt fast einen Kreuzer hier. So schlimm es halt auch ist. Ach fuck, habe ich den wieder verkackt? Tschüss, wo? Passiert hier. Ja, Mann. So eng da oben. Unangenehm. Natürlich greift er den an. Ach, mein Fasse. Und nochmal, natürlich. Du unendlicher Nervbolzen. Ich muss ja noch mehr Infanterie unten bauen. Ich muss nur diesen Flughafen hier endlich einnehmen. Wenn ich diesen Flughafen hätte. Wäre alles. Achso, bin ja wieder grün.
So viel einfacher da drüben. So, nochmal. Kommen wir wann? Ja, gut. Man hat sich das nämlich schon mal. Ah, da ist eine Missile da oben. Jo. Piu, piu, piu. Oh mein Gott, wirklich. Nein. Machst du nicht. Ich brauche Eagles Special-Gabe eigentlich, um mit einem Bomber zweimal das Ding angreifen zu können. Das wäre mein großer Traum hier noch. Das ist ein anderer Kampfpanzer. Der Kampfheli, Kampfpanzer. Der fliegende Kampfpanzer, wer kennt ihn nicht? Und noch einen, damit wir erstmal da oben mit zu spammen. Sensei, Mann! Damit Sensei läuft nicht gut. So, du bist aber fertig jetzt hier. Nee. So, du da. Du da. Du nicht da. Nein, du da. Jetzt muss ich mal gucken, wie ziehe ich die Einheiten klug hin und her. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Macht der Angeschlagene den Vierer weg. Und du ballerst auf den. Dann ist der nämlich hard low. Dann wird er ihn zurückziehen. Einfach weil. Ballern wir den noch weg. Dann können wir jetzt hier einen neuen Jagdpanzer vor Ort bauen. Der ist schneller einsatzbereit. Das ist super. In der Zeit kommen aber nochmal zwei von hinten nach. 6000 Geld übrig. Lassen wir erstmal, oder? Und dich kann man eigentlich langsam mal Richtung Silo ziehen. Finde mal toll, wie fair das Spiel ist. Du kriegst zwei Städte und eine Infanterie, der Gegner drei Häfen, Flughäfen, mehrere Fabriken, Panzerflugzeuge, Helis, Raketen, Aliens, Exodia. BLJ Mario, absolut fair. Ja, das ist. Wie es halt ist, ne? So. Damit ist der runter. Na, ja, ich möchte die Stadt noch haben. Dann bleibt der nochmal als Batman-Runde hier stehen. 24.000. So, wenn wir hier erstmal anfangen können mit Bam, braucht noch ein T-Heli dann. Dann müssen die kleine Insel erstmal befreien, ne? Jet. Als ob du wieder in Range warst. Oh, was mache ich denn? Beide Jäger sind fast down. Ich könnte kotzen. Neu. Wir müssen diese dummen Dinger da wegballern. So nervig. Ich kann nicht jede Runde irgendwie 10 Geschütze überprüfen. Geht nicht. Mit Bomber kommt er jetzt. Das ist aber nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Was soll's? Piu, piu, piu. Ja, einfach so viele Einheiten wie möglich wegjagen schon mal. Ne. Nee. Das geht ja gewöhnt. Oh, ich würde eigentlich gern. Scheiße. Müssen wir fast so machen, oder? Der Titanpanzer muss ja auch noch mit rein, oder? Weil, nee, die Flugeinheiten sind schlimmer. Was ist das denn eigentlich, ne? Ja. Erst muss das große Ding weg. Wir brauchen noch einen Bomber. Anders geht's hier nicht.
Das kann doch nicht sein, ey. Riegels Gabel lädt sich aber auch überhaupt nicht auf, ey. Geh doch mal weg, kostet mich noch Geld, diese Runde. So, was machen wir denn jetzt hier? Zack, hier kannst du nichts bauen. Aha, Ella Badge, Ella Badge. Und du, keine Ahnung, bleibst ja von hier an. Du bist ja da sicher. Maxi Boy. Warte. Nee. Egal. Also der muss da jetzt hin. Ich muss meine Artillerie in Stellung bringen. Weil die Zift nehme ich jetzt da hin. Praise the Lord. Auch wenn es ein bisschen dumm ist. 19.000. Nice, Kampfpanzer. Dann sind wir gewappnet gegen seinen... Und auch noch Panzer, Kampfpanzer und Titanpanzer. Ich bin kotzt. Vielleicht kannst du die endlose Treppe in Mario 64. Kann man damit bezwingen, dass... Also mit dem nach hinten hüpfen. Ja, ja. Der rückwärts, genau. Speed. Irgendwas. Ich weiß nicht, wie die Technik heißt. Also. Zack, 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 zack. Wir haben einen. Der stürzt doch mal bald ab. Ja, großartig. Was braucht die eigentlich noch? Kann ich nämlich da unten das noch alles einnehmen. Vielleicht hier. Ja, die sind nach da eben ausgerichtet. Halt! Seht ihr das? Dass diese Fabrik nicht in dem Radius ist. Und mit der kannst du dann hier ein Ding bauen. Oh mein Gott, diese Fabrik ist es. Das ist der Schlüssel. Aha, aha. Die Speedstep rückwärts. Ja, genau, what I mean. Mann. Er setzt seine Gabe aber nicht ein. Warum nicht? Also, der ist okay. Aber ob ich noch keinen Jets gebaut werde? Ich glaube, ich sollte erstmal. Aha. War jetzt blöd. Na komm. Really? Mann! Ich glaube, du bist gerade so nutzlos. Warum bist du so nutzlos? Egal, das ist mir auch egal. Also dann so. Die Stadt da unten rechts sieht auch sehr cool aus. Unten rechts. Welche? Hier. Wieso, was meinst du? Warum bist du so nutzlos? Das frage ich mich auch.
Okay, mehr kann ich gerade nicht machen, ne? Brauche ich dann eigentlich noch Silos stehen? Da sind zwei, da ist eins. Also ich habe noch drei Silos zur Option. Das da hat er einmal benutzt, das ist schon verbraucht, ne? Wo sehe ich denn das? Und Raketensilo. Ne, das steht das mit dem Zeichen dran. Aber das ist das, was er benutzt hat. Da habe ich noch eins, stimmt. Okay. Das hat er verbraucht, das stimmt schon, passt schon. Das heißt, ich habe noch potenziell vier Stück, wenn ich sie kriege. Das ist gemein. Ich muss mal, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Raketenwerfer. Und dann kann ich den Raketenwerfer hier hinstellen und da drauf ballern. Kann mal wäre besser gewesen. Scheiße. Egal. Okay. Boom. Das mächtige Geschütz im Hintergrund ist. Nein, hör auf mich zu ballern. Oh. Und hier hinten erstmal alles kaputt. Hier hat keine Einheit von ihm mehr zu sein. Aber gar keinen Schaden mehr kriegen können, von was auch immer. Wir müssen aber trotzdem oben lang. Und du stellst dich bereit. Was machen wir das so? Wir sparen noch ein bisschen für noch einen Kampfpanzer für nächste Runde. Und lass uns jetzt erstmal gut sein. So. Und Abflug hier. Du stehst halt jetzt hier. So. Ja, warte mal. Ich brauche noch eine Infanterieeinheit. Was machen wir denn jetzt hier? Lufthoheit ist nicht mehr das Problem aktuell. Dann Kampfheli, wie es ursprünglich geplant war. Ja, let's go. Und? Keine Gabe, interessant. Auf nimmer Wiedersehen. Doch noch Gabe, oha. Ach so, natürlich, damit er baut erst Einheiten, die er sofort in der Runde benutzen kann. Ja. Shit. Damit die auch den Buff abkriegen, auch wenn es nichts bringt, weil die nie und nimmer in Action rechtzeitig kommen. Ja, dann zwei, das ist jetzt kacke. Ja, da ist ein Jet, ich hab's gesehen. Oh, da, Mist. Die Flaks alle noch nicht wieder ready. Hätte Flak bauen sollen. Okay, der Titanpanzer bewacht da hinten, verstehe. Das heißt wirklich, ich muss ihn eigentlich nur hier bei Laune halten, in dem Gebiet. Also, ich bin wieder gewöhnt. Oh, aber. Boom! Unter dem Bomber ist es sicher. Wie weit darüber? Das hat. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann kann ich ja nämlich jetzt doch mir das hier holen. Okay, 24
5000. Wir müssen einfach mit Il die Lufthoheit sichern. Ah. Was macht denn der da unten? Naja, das kostet gerade arsch viel Geld. Okay, ja, wir haben jetzt nämlich hier keinen. Nicht in Reichweite vor allem. Ja, das tut schon mal. Ja. Der Bomber ist halt jetzt kacke da oben. Mann, keine Flachs da. Das ist jetzt scheiße. Ja, du musst da weg. Das bringt nichts. Noch frische Flachs. Jetzt nicht, bis ihr geheilt seid. Naja. So, das macht keinen Schaden mehr. Ja, für Max sieht es gerade gar nicht so rosig aus. Oh. Na toll. Piu, piu, piu. Hi. Oh, legst du nicht an? Naja, kann da unten liegen. Aber so kann ich mir mein Ding nicht blockieren fürs Erste. Ich muss den da wegkriegen. Schwarze Torben. Blackstorm klingt besser. Ja, die Übersetzung ist nicht so geil. Bla 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 bla. Ja. Verfolgt den Mann. Bisschen. Verrutscht. Jetzt kann er da was bauen. Wollte ich doch verhindern. Wenn er jetzt aber nichts auf dem Flughafen baut, er stellt seine Infanterie drauf. Okay. Damit kann ich leben. Nur 60% wird scheiße. Ja, wir müssen aber den erstmal wegmachen. Da wollen wir doch nämlich jetzt rübersegeln. So, das rübersegeln aber. Ah, Mann. Na, jetzt komm ich nicht hin. Scheiße, alles. Ne, ich muss hier Bomber spammen. Bomber, Bomber, Bomber. Alles andere hat keinen Wert. Ich muss mit den Bombern hier einfach alles wegballern. Das geht nicht anders. Dafür ist Eagle da auf der Map. Man kann bei Spaceball. Maximal Max wäre verfügbar. Mal ein paar mehr Flachs bauen, ne? Ich möchte mal einen Kampf. Oh, warte mal, was bist denn du? Hey. Nee. Was macht der denn hier? Das ist alles nicht so geil hier gerade. Na gut. Sag doch, eine Erde Flachs. 16.000, nee. Da unten zieht sich so unnötig.
Okay, mein Jäger gegen deinen Jäger. Komm, das ist dein Jäger weg. Komm, Feli. Ja. Mist. Okay. Was hätten wir das? Das klappt ja alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Das ist doof. Sehr sogar. Ja, wird schon sicher sein. Ja. Ja. Ey, ich kann hier nichts machen. Ich hab keinen Platz auf der Scheißinsel. Das ist alles doof. Jetzt wird Bobby. Wie oft kann man 1 von 120 abziehen? Einmal, danach hat man ja nur noch 19. Beachtlich. Das sind doch keine Witze lösen. Oh, was? Schon wieder? Schwarze Welle. Die Einsel? Das ist nervig, wenn ich Sachen einnehmen will. Der Fortschritt ist so minimal gerade die ganze Zeit. Oh, fuck. Jetzt kommt er mit seinen Bombern. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Scheiße. Gut. Ups. Was war das? Wieso macht denn das alles keinen Schaden? Spiel aufgegangen? Nee, okay. Okay, nee, dann. Und dafür, das Ding ist, steht wie eine Eins. So. Triffst ja nicht bis darüber, ne? Gut. No, really. Er war wahnsinnig hier. Ah, mit. Nee, egal. Mech-Einheit drin, okay. Okay. Haben wir's bald. Danke. So. Das ist okay. Ein Titanpanzer für Max. Das Ding müsste doch eigentlich so dermaßen reinballern. Oder Memes. Mir ist egal, ob das klug ist oder nicht. Aber den will ich haben. das haben wir noch nicht abgefeuert, ne? Lohnt sich auch gerade nicht. For the Memes! So, aber das Ding stirbt ja bald. Hoffe ich. Kann ich diese Stadt schon mal einnehmen?
Muss sich gerade alles erholen. Das ist auch blöd bei Max gerade. So. Hat er hier eigentlich was gebaut? Nein. Komme ich an Land? Nö. Lass mal alles befreien hier. Da braucht er noch 100 Jahre. Warte mal, das trifft er. Oh, scheiße, er trifft ihn auch. Mist. Misplayed. Egal. Du das. Du das. So. Dann brauchen wir erstmal nichts. Das ist okay. Was? Titanenpanzer ist was Neues in Endless 2, hä? Huh? Yes. Oh Gott, und er baut gleich zwei davon. Das ist ein Kampfpanzer auf Steroiden. Oh. Oh, da war eine Missile. Ja nun. Da habe ich gesehen. Können es einfach Octodox sein. Die Titanpanzer sind sogar ein Feld schneller als Kampfpanzer und noch stärker. Der Schaden, den ich durch diese ganzen Geschütze kriege, ist einfach am schlimmsten momentan. So, wir haben nur die normale Gabe. Das ist blöd. Nö. Das ist nicht gut. Wirklich. Du musst mich da jetzt nerven, ne? Nein, du heilst, wenn dann da unten. Die hat sogar kaum Einheiten gerade auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay. Der Bomber da oben ist gerade sau nervig. Was soll das denn? Ach, das ist richtig übel. Komm ich da nicht hin? Kotz gleich, ey. Aber so im Strahl. Ja, Flachs. Liegt alles eh auf Sensei. So. Hätte ich befürchtet. Theo. Komm nicht hin. Warte, was? Du da. Du da. Ratatata. Jetzt egal. Weg mit dem ganzen Bums hier unten. Ja, da wird Bums gesagt. Gut. Kampfheli. Das dauert viel zu lange, ey. Das ist eine Meeresfläche, das heißt, er kann eh nichts machen. Das heißt, ich kann eigentlich mit dem hier hin und Lufteinheiten abfangen, die hier Bock haben zu ärgern. Gut!
Es wird langsam. Also meiner Meinung nach, Titanpanzer sind ja leicht besser als mittlere Kampfpanzer. Die Zusatzkosten lohnen sich echt nicht, da brauche ich lieber zwei Kampfpanzer. Ja, aber jetzt hier oben erstmal einen dicken Kampfpanzer mit Max hinstellen. Ich bin schon wieder in die Range von der blöden Missile gegangen. Das gibt's doch nicht. Au. Ich mach dich jetzt so fertig, ey. Gibt's ja nicht. Komm ich da hin mit Sensei? Oh, kann man sich überlegen, ne? So, jetzt mal gucken. Eins down. Zwei down. Wir können hier jetzt einfach straight lang. Gott sei Dank, ey. Ich lege die Munition aus. Also, ist nicht so schlimm. Oh nein, ich kann keinen neuen bauen. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Jäger. Das ist okay. Naja. Und weniger Schaden ankommt. Ah, warte, du bist Max. Ich hab falsch hingestellt. Ah. Das ist der eine Range weniger. Und so selten Max gespielt hier einfach. Dass ich es komplett vergessen habe. Boom. Weg mit dir. Endlich sind hier ein paar Einheiten fertig. Ich dachte euch gar nicht mehr erstmal. Du jetzt hierhin schon mal. Aber dann mal. Ich kann hier fertig machen. Jesus Christ! Bin nochmal Penny, gute Nacht an Captain Dave. Nochmal danke für deinen Raid. Und hab eine wunderbare gute Nacht. Ich muss mich gerade ein bisschen sehr konzentrieren hier. Ein bisschen anstrengend. Da ist safe. Wir müssen das Pferd hier von hinten aufzäumen. So, du bist einfach weg, damit das Ding gar nichts mehr anballern kann. Genauso wie du. Können wir euch direkt hier rüberfahren? Eine zumindest. Wenn er geheilt wird. Okay. Habt ihr auch dieses psychologische Spiel, dass wenn ein einheitlicher Mann beim Angriff verliert, sich schlimmer anfühlt, wenn die Zahl nur um 1 sinkt? Was meinst du? Ich denke immer, die macht dann viel weniger Schaden, weil einer fehlt. Ja, das ist ja. Die Darstellung. Stimmt ja auch. Quasi. Oh nein! Genau das wollte ich doch andersrum machen. Ich wollte dich angreifen mit dem. Scheiße! Ah, den habe ich übersehen. Muss ich da einen neuen bauen? Ah, ungut. So. Jetzt ist hier oben alles sicher. Den ist einfach noch runter. Hier. Hooray! Achso, machen wir noch einen. Boom. Ich will ja noch weniger Geld als vorher, was ist kaputt? Oh, wir wollten dich auch mal reparieren, ne? Upsi.
Dann steht der da schon. Schon ein paar Runden. Ja, scheiße. So, bitte das da jetzt einnehmen. Was ist denn das da jetzt? Ein paar unten lang. Herrgott. Kenne ich mir auch selber die blöde Passes. Das ist ja richtig kacke. Da oben kommt seiner. Also 3, 4, 5, 6. Das heißt, eigentlich muss ich meinen Titanpanzer da oben hinziehen. Ja, auf Max Range weg. Das ist besser. Siehst du die nutzlose Infanterie nicht mit? Ich will die noch was einnehmen. Ach. So. So, jetzt Moment. Du bist geheilt. Oh nein, könntest du jetzt... Ja, 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 doch, das machen wir schnell so. Ne, das Boot kriege ich nicht mehr mit rein. Damit sein Angriff schon mal ein bisschen geschwächt ist. Das ist nämlich auch der Hafen frei. Du gehst da rein. Wir bauen hier noch eine neue Infanterie. Fangen jetzt hier schon mal so an. Zu weit, ne? Ja. Schade. Umgespielt. Ach, scheiße, Schweine. Ja, nevermind. Okay, ich muss den Zug zurücknehmen. Ach, gut, ich bin ein Trottel. Wieso baue ich denn schon wieder das? Goddammit. Wie viele Daves mit Seefahrtanspielern gibt es ja eigentlich im Total? Was? So sage ich, sehe aus wie Drake. Da nah genug her, dass ich mit dem der Flak drauf ballern kann. Du bist. Das ist eigentlich egal, ja. Klein, wie macht auch Mist. So, so, da hat man gesagt. Ich pack mal schon mal ein. Da bauen wir eine neue. Genau auf. Jetzt. Die größte Gemeinsamkeit zu Drake ist das große D. Unterlegene verliert alles. Das ist in der Regel normal. Aber das ist nur die kleine Gabe jetzt. Okay, Welle ist die kleine und das war die große? Dann vergessen wir sie erst. Alles um einen Schaden. Und er heilt sich um eins. Ja, das war jetzt frech natürlich. Ah, er greift frische Einheit an. Freund, ja, ja gut. Ergibt ja auch Sinn, ne? Excuse me, was ist denn hier passiert? Sind das noch 100%? Ne, oh, fuck off.
wirklich. Diese dumme Wichsgabe. Das ist so nervig. Oh. Mein Gott, ey. Dummer Nervbolz, ey. So, hier, bumm. Nix ist. Mann, jetzt reicht mir ein Bomber wieder nicht mehr. Das ist so dämlich, ey. Nee, das ist wirklich einfach nur dumm. Ach, ich hätte noch hier bauen können, egal. Nicht so schlimm. Die landen nicht mal Einheiten auf dem Feld, ey. Das ist das Allerschlimmste. Ja, wieder alles heilen. Nee. Dann ist noch länger dauert, ey, du Quatschkopf, ey. Wirklich? Weil er seine Gabe eingesetzt hat und deswegen Death-Bonus bekommt. Das ist zwar da, aber... Oh, was dauert der ganze Bonus wieder so lang? Okay, wer ist gerade dran? Okay, dann sehe ich. So. Wirklich so viel weniger Schaden? Oh mein Gott. Noch kaum Geld eingenommen dadurch. Das ist ja richtig kacke jetzt. Das reicht noch! Oh mein Gott. Ich muss aber die blockieren. Ich kann nicht mal was hier hinstellen. Sechs haben. Oh mein Gott. Ich weine gleich. Wie beschissen das läuft schon wieder, ey. Alles für den Arsch. Alles so für den Arsch, ey. Natürlich fliegt er jetzt hier hin. So, Eagle hätte jetzt endlich seine Gabe mal voll ab. Und die Arbeit jetzt hier noch. Mein Quatsch. Aha. Ich weiß, dass da jetzt eine Missile steht, aber... Wenn ich seinen Bomber frühzeitig runterhole... Er wird schon wieder runterholen gesagt. Da oben nicht mehr so schwierig. Naja. Ich hätte mittlerweile noch eins. Gut. Hier noch irgendwelche brauchbaren Einheiten. Ja, den Bomber da.
So, Maxi. Das ist doch. Wir drängen ihn halt wirklich schön zurück, muss man sagen. Geld. So, du bist ready. Dann wir. Ja, komm, weißt du was? Ja. Hören auf alle Flugeinheiten. Das ist gut. Das da vorne ist nicht so schlimm. Der Wettertaft, Bomberangriff, Kanone steht. Heliangriff. Die Kanone steht. Direkter Panzerbeschuss. You guessed. Die Kanone steht. Ach, das Ding heilen wir gar nicht. Das fahren wir jetzt einfach irgendwo hin, das letzte Eck hinter. Ach, kann auch hier so laufen. Schön. So. Nein. Huj. Bumm! Ah, wir können das hier schon angreifen. Oh, ja gut. Aha. Ah, ich hätte gerne hier ein TTP noch gebaut für die da hinten, aber na gut. Naja, das wird. Naja. Colin vielleicht auch brauchen können, ne? Mit billige Einheiten. Das ist ein Missile, das ist klar. I know. Was? Wo stand dein Raketenwerfer? Oh, da oben! Der war gemein. Naja, guck mal, wer wehrt sich noch? So ein Jäger? Da kommt der Jäger, ich wollte gerade sagen. Der Jäger noch nicht hingekommen ist. Mr. Stonks geht immer. Kommt schon wieder mit einem Landeboot. Mann, ey, hier. Ja, ne? Ja. Kann ich jetzt mal bitte immer noch nicht. Oh, nett. Ah. Ja, doch nichts mehr. Da oben, die sind tot, alle. Ja. Seine Scheißfähigkeit ist halt wirklich nur nervig. Delayed alles so enorm. Dass ich mich immer Protonit gemacht habe, weil Fog of War hat die gesamte gottverdammte Karte auf links gedreht, um bloß keine Einheit zu übersehen. Boah. Ich irgendwann nicht mehr. Ich weiß, es ist saudumm, da jetzt vorzugehen, weil alles auf mich schießen wird, aber ich will ihn ein bisschen ärgern.
Unser Hauptplan ist sowieso hier unten. Bumm. Bumm. Dem dahin. Wirklich so wenig Schaden an dem Titan? Oh. Und der steht auch noch in der Stadt. Oh mein Gott. Was sagt denn der Batterieleistung das nach? Oh, das ist aber schlecht. Welches Charakter ist denn das? Das hier, oder? Ich hoffe. So. Hast du denn angeschlagen? Hm. Ah ja. 5 HP. Mann! Beim Switch-Controller sind das noch 8 Stunden. Ich weiß, aber... Das ist auch gleich geladen. Das hält er dann für den mindestens nächsten Stream gleich noch mit. Okay. Und die Kanone steht. Set Lance, geht ins Bett. Haut rein, bis dann. Lance, hab eine wunderbare gute Nacht. Ich wünsch dir was. So. Gabe? Nein. Oh, guck mal, er geht aber in die Offensive sogar. Mhm. Ich hab kein Lurk-Command. Das weißt du doch. Lurk, oh Gott, das wird ja noch schlimmer. Lurk-Command spammen mir zu viel, finde ich persönlich. Dann kommt der nämlich wieder einem hier dann. Eagle, wo ist denn dein? Wir brauchen hier mehr Luftverteidigung, das würde langsam eklig. Hatten wir nicht einen gebaut? Wo ist denn der? Hm. So. Wunderbar. Bringt mir nichts. So. Jetzt können wir aber. Weil hier mal alles offen ist. Kriege ich das bitte endlich mal? Danke! Oh mein Gott. So. Ich brauche einen neuen Jäger. Achso, nee, Max. So, dann haben wir uns die Stadt so langsam holen. Er kommt gar nicht. Dann schieße ich dir jetzt einfach alles. Der bleibt da vorne noch stehen. Das ist ja wunderbar. Das heißt, ich kann mit dem Rest einfach sammeln. Max Kampfpanzer ist halt trotzdem mal eine Wucht. So, kann ich Eagle den wegnehmen? Nein. Ich wollte es ausprobieren. Na, was ist denn hier jetzt? Was soll das denn? Egal, das erstmal. 1 HP. Der ist aber endlich weg. Gut. Dann kann ich jetzt hier was hinstellen. Du nimmst das hier ein. Komme ich aber noch nicht auf die Stadt hier. Mit dem. Weil es kackt ihm noch einer Pferd. Ich würde dann mit dem dahin fliegen. In der Hoffnung, das repariert sich gut.
Volle Gabe. Okay, er sieht, dass wir mit Air-Units kommen, deswegen kommen drei Flachs. Naja, special. Und wie heißt die jetzt? Toben! Genau, Welle ist die kleine, Toben ist die große. Ja, da tobt die Welle, ne? Wieder alles minus zwei, ich könnte so kotzen. Wir kriegen auf alles 2 Schaden und er heilt sich 2. Jetzt ist sein dummer Jäger wieder auf 8. Ey, ich werde einfach nicht mehr. Ja, genau das ist jetzt das Problem. Aber ich habe da eine Idee schon. Wir nähern uns ja schon dem Ende. Meinem Plan. So. Ach. Komm ich deswegen nicht hin. Meine Verbündeten blockieren mich. Ah, halt, warte mal. Also noch eine. Die nehmen wir noch mit. Wir brauchen jetzt eigentlich nur... Der wird halt einfach auch nicht fertig dadurch. Das gibt's da nicht. Ist da eine Missile irgendwo? Nö. Gut. Dann bum bum bum. Oh, er überlebt's auch noch. Das ist schon beinahe frech. Okay. Ich hab keinen Flachs mehr da vorne, fällt mir gerade auf. Ungünstig. Der wird einfach so auch nie fertig. So eine Art hier, ne? Fahren wir noch weiter weg. Renn da gar nicht erst rein. Nö, nö, nö. Boom! Finally. So, ja. Kann ich gar nicht einnehmen. Ich erinnere mich. Was ist denn mit Geld dran? Der wird nicht mehr. Obwohl er sich doch schon so gut vervielfältigt hat. Mein Gott, verreckt doch jetzt einfach. Dumme Dreckseinheit. So. Eine kleine Schleife hier. Okay. Was Ablenkung. Oh, hi. War noch einer. Ach, 30.000 einfach. Gehen wir dann die Offensive über. Okay. Da noch ein bisschen. Ich hole mir kurz mal einen Schoko. Du hast Schokokuchen. Ich möchte auch Schokokuchen. Ja, ein klein wenig dauert das noch. Aber wirklich nicht mehr lang sogar. Zur Sicherung meiner Idee brauchen wir eigentlich nur ganz viele. Okay, ich blockiere jetzt aber das hier mal. Das geht mir
jetzt auf die Nerven. Ist hier noch ein Bomber von Igel unterwegs? Nee, der war hier. So, bumm. Hier läuft nichts mehr aus. Wie geht's dem Heli da unten? Der ist immer noch nicht. Das kann doch nicht sein. Wo gucken, wo? Hören sie alle? Irgendwie fällt das Wort nicht ein. Da hören sie alle wieder zu. So. Jetzt guckt man immer noch nicht an, was ich eng suche. Raketenwerfer? Nein! Ich glaube ja nicht. Oh, wirklich? Also, weil wir 7 hatten. Naja, gut. Egal. Zupfkuchen. Oder was weiß ich. Marmorkuchen, Zitronenkuchen, Blaubeerkuchen. Ich hätte einfach gerne Kuchen. Ich ziehe mich. Egal, welcher. Hey, der ist auch endlich mal fertig. Wow. Wie viele Runden stand der da hinten? Mit so Fähigkeiten. Schwarzwälder Dave-Torte. Wolltest du mich ins Badlands? Das ist das Tolle an Lance. Er sagt, er geht ins Bett und dann ist er doch mal eine halbe Stunde hier. Er kann sich einfach nicht von mir losreißen, ne? Liegt doch jetzt im Bett. Ja und? So, hier ist alles putt, ne? Ja, gut. Können wir euch in Ruhe heilen erstmal wieder. Ach so. Und das ist übrigens die wichtigste Einheit. Dieser Raketenwerfer. Du solltest eigentlich einen zweiten Ring bauen. Perfekt. Was eine nervige Mission. Eigentlich muss ich jetzt schauen, dass er seine Fähigkeit nicht mehr kriegt, ne? Ihn am besten irgendwie so blocken, dass er zwar... Dass er zwar dasteht, aber nicht durchkehrt und sich nicht traut anzugreifen. Was hast du in deinem verschissenen Landeboot? Herr 2! Jetzt schnalle ich das erst. Das sind zwei Landeboote, die im Wechsel hin und her sind. Jagdpanzer. Wow. Wow, so. Der Jäger bleibt hier. Die Jäger gehen jetzt einfach nur hier hin. Und weil er kann auch nicht über dieses Rohr. Heißt, er muss mit einem Bomber oder sonst was hier durchkommen, um die Einheit später zu töten. Aber wenn ich jetzt einfach lauter Jäger hinpacke, dann wird das einfach nichts für ihn. Okay, ja, mehr brauche ich mit Igel auch einfach nicht machen. War da nicht unten eine? Habe ich den schon hochgezogen? Vielleicht. Na gut. Dann nehme ich die Stadt einnehmen. Ist doch normal, dass wenn man ein dickes Messer in der Hand hat und erstmal anfängt bekloppt zu lachen und wie wild die Luft abzustechen? Ja, total. Okay. Total normal. Ich will mit Max jetzt einfach da noch reinpreschen, Herrgott. Kann mir nicht helfen. Contenance, Dave. Contenance. Was wäre so schön. Will ich die Stadt da unten jetzt haben, Herrgott? Die Artillerie darf sich mal die Welt anschauen ein bisschen. Post.
Dieses Schnitzel mit Schinken und Käse. Kommt hier noch was. Hier rein, oder? Warte mal, so. Ja, ne, so. Den Titanpanzer da oben bewegt er ja nicht. Den hier, der dient dir wirklich nur darum, dass ich da nicht hinten rankomme. Also, wie um der da steht, so. Dann aber den noch heilen, bitte. Mein anderes Boot, ach da. Das ist doch nur eine Stadt. Mist. Warte mal. Das ist doch nochmal Geld. Ja. Warte mal einnehmen hier. Wenn du schon neben mir stehst, du wirst doch versenkt werden, oder? Also. Nein. Sämtliche Geldeinnahmen abschneiden. Das ist komplett egal. Aber ab nächster Runde beginnt sein Ende. So, er hat auch keine großen Ranged-Einheiten da oben. Was ist das nochmal? Ein Bomber? Ja, ach man. Sogar noch mal weg. Das ist schlecht jetzt, dass er den Bomber davor gezogen hat noch mal. Okay. So, wir blockieren uns aber mit der Einheit. Nein, geh weg, keine Lufteinheit mehr. Ich hab es hackt. Wir werden es auch frühzeitig abgefangen. Fangen wir gar nicht erst an. Ich muss einfach töten. Ich kann nicht anders. Das ist Max. Es ist so dumm, es ist so dumm. Was macht so Spaß? Kaboom! Oh. War nicht kaboom. Ich riskiere es einfach nur, dass er nochmal seine scheiß Gabe kriegt, ne? Es wäre richtig, richtig schlecht eigentlich. Aber ich kann nicht anders. Ich muss töten. Weiß ich, wie sich Milchi gefühlt hat. Ich muss einfach zustechen. So. Bumm. Wie viel hat's gemacht? Nicht genug da von mir, was mein Gott. Wobei, warte mal. Ich kann einfach mehrere da hinstellen. Er kann dann auf einen schießen, aber wenn mehrere treffen. Ah, nee, aber auf den da vorne trifft dann nur der. Fuck. Naja, fast ein guter Plan. Ein Raketensiedel haben wir noch. Du heilst noch. Aber was auch immer. Der hat aber auch verdammt lange gebraucht, bis der mal gestorben ist, verdammte Axt. So ein bisschen. Kämpf gegen deine Sucht an, Dev. Ich weiß, du schaffst das. Nee. Nee. Na, greif mit dem nochmal. Was? Hm. Dann auch nochmal durch. Ja,
gut. Mal einen schnell hier abstellen. Er ist eh geschwächt. Der kann auch mal hier sein. Das ist Sonic Emotes, ey. Warum muss es denn immer Sonic sein? Kann es nicht ein cooles Franchise sein? So, da ist jetzt nämlich langsam kein Platz mehr. Mit dem wäre ich hier noch dicht. Zur Ladung. Ja, du kannst nur einen ausleihen. Lagern. Das geht nochmal. Na gut. Wir geben dir kein cooles Franchise, wir geben dir das beste Franchise. Da könnte ich mich nicht mehr entscheiden, ob es Pokémon oder Souls ist. Das ist schwer. Ich würde ihn ja gerne einfach wirklich jetzt mit Massen einfach noch. Das war ein Missklick, den wollte ich nicht, aber. Was soll's? Gott, so viele Sonic Emotes. 144%. Ah ja. Boom. Oh, er überlebt sogar, wie frech. Warum macht der Jagdpanzer mehr Schaden? Wirklich? Na ja gut, Kampfpanzer und Jagdpanzer dürfen wahrscheinlich ein sehr ähnliches MG drauf haben. Dann Pokémon Easy. Pokémon ist schon geil, ja. Gibt schon so ein, zwei sehr coole Pokémon, ne? Zum Beispiel der Laxus. Hab gehört, die sind richtig cool. Diese Missklicks, was ist denn heute los? Sag doch mal. Das ist ja furchtbar. Was zur Hölle? Ja, Gott, ey. Einfach nichts sagen. Das hat auch keiner gesehen, ne? Wir hören uns nachher noch seine Musik mit Gabe an. Komm, einmal kriegst du die noch voll genau. Hau sie raus. Du hast gerade richtig Schaden gefressen. Du willst heilen. Los. Hau sie raus. Ich werfe da die vordere an. Schwein. Oh, mach die Gabe nochmal. Los. Come on. Du bist es doch auch. Ernsthaft? Ja. Mit Igel auch nochmal richtig reinpreschen? Na, geht gar nicht. Ich hab Max mich selber blockiert. Oh, das ist eine Basis. Ich kann nochmal eine Basis von ihm blockieren. Er ist halt komplett trapped da drin jetzt. Er kann nichts tun. Gar nichts. Ja, auch nicht mehr übrigens. Also, komm mal nicht mehr hin. Hm. Oh. Ich wollte daneben stehen. Das
das war geplant. So, das passt mal auf. Allein die Tatsache, mit Igel ein Schlachtschiff bauen. Mir jetzt egal. Und jetzt Panzermarsch! Max Maximal! Was? Max Maximal? Ist der Bums so? So. Ich hab die Prozentangabe geguckt. Oh. Ja, egal, reicht. Das soll ich nicht. Was ist das, so wenig Schaden? Oder mal hier, so. 117. 5D Panzerschaft mit dem was? Hat der beide das gleiche geklippt? Ich will es gar nicht wissen. Ach. Guck ich mir alles später an. Ich liebe es dann, immer die Clips anzugucken, zu sehen, was ich für eine Scheiße gemacht habe. Nein. Oh Gott. Naja, du existierst ja auch noch. Aus Versehen. Ups. Kosten nur Geld, wenn die repariert werden müssen. Boom. Ja. Oh, ich hab die Stadt nicht eingenommen. Nur mehr Flachs. Der Unterlegene. Ach, wenn du dich jetzt so machst, der. Schwein. Schwarzes Toben! Ja, dann muss ich die jetzt eh austauschen da oben. Ja, das ist okay. Hast du noch ein paar lustige Einheiten, mit denen du spielen kannst? Hm? Also ein Vernichtungskampf würde schon noch funktionieren. Das wäre gar nicht mal das Problem. Igel kann dann auch nichts mehr tun, ne? Max steht komplett im Weg. So. Das Boot noch wegbomben. Boah. Kannst mit der Spezialgabe noch kaputt hauen. Oh, mal nächste Runde, komm. Klappt das? Nein. Toll. Ja, Und du? Ach so, das hat er nichts gebracht. Das ist zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Ach, guck mal, wird nur ein Jagdpanzer die Runde. Komm, jetzt darfst du mal. Hast du sehr weit geschafft. Stadtebene, die kann ich wegziehen.
natürlich blöd, wenn drunter eine Basis wäre. So, brauchen so oder so jetzt noch 3 Tage, ne? 24, ja, komm. Bitte. Du da? Auf den Flughafen hier ein. Du dahin, du da. Hör mal, können die eigentlich einen? Der kommt ja eh zu nichts mehr. Spammen wir einfach noch mehr Einheiten. Aber oh, was können. Ja, ich will nicht mehr. Das ist so ein Quatsch. Na, wir sind dran. Jetzt darf ich auch mal, wie darfst du auch mal. Darfst du was mal? Oh. Sind wir wieder in Range von Range-Einheiten. Das ist ein bisschen doof. Jetzt verlieren wir doch noch ein paar Einheiten. Scheiße. Na gut. Igel kommt nicht rein. Alles. Komm. Ja, den ziehen wir nochmal zurück. Lalala. Da darf ich mal betankt werden in der Stadt. Hä? Wieso du? Was? Wie? Wo? Meinen? Jetzt hol ich mal über die Stadt da. Ich fühle mich extrem schmutzig. Wieso, hä, was? Wie wärst du 66? Die nächste Runde. Hat so ein Silo? Nee, ne? Ach, stell ich mal dahin. Oh. Gut, nächste Runde. Und tschüss. War das natürlich die Strategy? Einfach jetzt durch. Ist komplett egal. Ist ja gut jetzt. So, aber wir hören uns die schöne Musik dazu an. Hoffentlich sind wir bald alle wieder zu Hause. Ja, das wäre schön, ne? Was macht Lufthoheit nochmal? Ach ja, auf jeder Stadt wird eine Einheit hingestellt. Und meine Helis werden gebufft. Ich erinnere mich. Oh nein, die klingt jetzt anders. Oh, die Special ist? Die Special klingt noch mal anders als die normale. Hätte ich die normale lieber noch mal gemacht. Rücksetzen? Fabrikmission war das Team ausgetauscht. Ach, das war nur in der einen ausgetauscht und das ist der normales. Oh. Aber da können wir was testen. Wir setzen uns zurück und aktivieren mal die andere Fähigkeit. Wo ist denn meine Brille? Bitte, ich hab sie auf. Luftkommando. Mal gucken.
Die Einheiten kriege ich trotzdem. Ja. Und? Hm. Schade. Egal, gewonnen. Es ist das Ende. Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Ich habe keine. Entscheidet selbst. Und Sie, Herr Kommandant? Wollen Sie etwa mit der sinkenden Fabrik runtergehen? Geht doch noch. Na, die Fabrik war wichtig, doch ich würde mich niemals selbst ob ihr veropfern. Geh nun. Wenn du nicht wetten willst, musst du es alleine tun. Jawohl, alles Gute, Herr Kommandant. Ha. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas mal passieren würde. Aber ich überlebe. Das Leben bietet den Lebenden immer Chancen. Geschafft! Die Fabrik ist unser! Sehr gut. Und der gegnerische Kommandant? Spurlos verschwunden. Er wurde seit dem Moment, als die Fabrik gesichert war, nicht mehr gesehen. Aha. Das kommt nicht überraschend. Gute Arbeit, Soldatin. Danke. Danke, Frau Kommandantin. Es ist endlich vorüber. Weidet eure Augen an diesem Anblick. Es kehrt wieder Frieden in Green Earth ein. Oh ja, das ist fein. Huh? Wie? Mir fällt dir dazu nicht ein? Huh? Was soll das heißen? Einfach nur fein? Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ach, begeistert bin ich. Ich brauche nur eine Mütze Schlaf. Puh, ich bin erledigt. Es feiert wohl jeder den Sieg auf seine Weise. Lachen spricht für sich. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Wir als Verbündete freuen uns mit euch. Wir hätten es ohne eure Hilfe niemals geschafft. Ich danke euch im Namen von ganz Green Earth. Dies zu hören war die lange Reise wert hierher. Das ist wahr. Nun, Kommandant Eagle, hier konnte das Schlimmste verhindert werden, aber ja, der Krieg ist noch nicht vorüber. Das stimmt. Ihr wisst, wo die Pipeline endet. Black Hole muss auf dem eigenen Territorium besiegt werden, sonst ist dieser Krieg nie zu Ende. Ich dachte, die Lage würde sich beruhigen, doch wie es scheint, wird unser Kampf tatsächlich noch etwas härter. Nicht, dass die bisherigen Schlachten ein Kinderspiel gewesen wären. Vor allem nicht die eine. Doch wir haben unser Können bewiesen, egal mit welchem Feind wir es zu tun hatten. Mach Sensei. Kraft 22. Das war ein B-Rang. Oh. Das war nicht gut. Denn nicht gut. In Green Hill, in Green Earth. Aber schon sehr interessant, wie du erst mit Grün dominierst, dann mit Rot nachgezogen und dann Gelb gewonnen hat. Tja. Da kriegen wir Maverick. Was ist eiskalter als mein Magen? Na, Maverick natürlich. Und ab jetzt hätte ich auch ein Ticket im Angebot. Sehr schön. Wen haben wir denn hier? Und neue Musik. Gut. So, und es geht dann. Welche Überraschung hierhin? Heißes Gefecht. Wieder eine 7 Sterne. Aber ich hole mir jetzt Maverick erstmal. Mache ich jetzt noch schnell eine Pinkelpause oder nicht? Ich glaube ja. Okay, wie spät haben wir denn? Oh ja, das geht noch. Gelb? Heißt das jetzt, Gold kommt? Ja, das ist. Für mich ist das aber auch noch Yellow Comet. Ne, so weit wollte ich nicht zurück. So. Artikel Maverick kaufen. Ja. So, haben wir. Oh Gott, wie viel Musik. Sensei und Jazz. Mach weiter so. So, ich blende mich schon mal aus. Aber das sind wunderschöne Screenshots eigentlich, die man. Also, ja, Maverick. Guck nicht so böse. Kauf dir mal das Ding von Sensei. Könnte man auch machen. Aber. Erstmal die Bilder, die sind günstiger. Aber nicht so häufig vor allem. So, dann ist das Profi-Kampagne. Ja. 7 Kriegsammler. Ah. Also, Editor, ja. Und dann Partie. Naja. Nee. Achso, das ist die Musik. Nee, passt.
So. Das sind schon coole Wallpaper. Mit dieser Riesenkugel. Was ist das dann für eine Artillerie? Oder? Muss ja. Oder von einem Schlachtschiff. Aber eher eine Artillerie. Sie ist ja Land unterwegs. Warte mal, sie hat Häuser da im Hintergrund. Das möchte ich gucken. Ah, ne. Das sind aber alle Green Earths. Okay, gotcha. Und, was war noch neu? Ah, Sensei. Naja. Er ist derpy genug. Hast du irgendwas? Also. Ein Bonus? Wie ist denn ein Bonus? Und Belohnung 1? Videos? Achso. Ja. Nee. Nee. Sieht aus wie du. Ich bin noch nicht ganz so alt. Ich hab noch Haare auf dem Kopf.